Hallo zusammen bei 360 Grad, heute an einem ganz besonderen Drehort in der Justizvollzugsanstalt in Heilbronn. Und das hat einen guten Grund, denn hier wird in der nächsten Woche der Neubau dieses Gebäudes, eines Haftgebäudes, eingeweiht. Für 5,6 Millionen ist dies entstanden und das war ja dringend nötig. Wir haben die jüngsten Zahlen ja gestern gehört, dass es eine deutliche Kapazitätsuntergrenze gibt. Das heißt also, die Gefängnisse sind voll, es braucht mehr Plätze und deswegen ist dieser Ausbau auch so dringend nötig gewesen. 60 neue Plätze sind entstanden in einer Bauzeit von 3 Jahren. Und das hat etwas damit zu tun, dass man auch viele technische Voraussetzungen für so einen Bau erfüllen muss. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal in aller Ruhe an. Ganz genau hingeschaut hat man, was die Belegungszahlen angeht, eigentlich vor 3 Jahren. Aber da konnte man natürlich noch nicht ahnen, dass auch durch die Zahl der Flüchtlinge hier die Zahl der Kriminellen und auch der Straftäter steigen würde. Das hat Justizminister Wolf ja bekannt gegeben. Und auch deswegen gibt es eine Überbelegung in den Gefängnissen. Und nun hat ja jeder Häftling auch das Recht auf eine Einzelzelle. Auch deswegen gab es und gibt es diesen Neubau hier in Heilbronn. Die Zellen werden wir uns dann gleich nochmal in aller Ruhe anschauen. Allein hier am Standort in Heilbronn sind Straftäter von 32 verschiedenen Nationen untergebracht und das sorgt natürlich immer auch für ein gewisses Spannungsverhältnis. Ja, apropos Spannungsverhältnis, es war ja nicht nur spannend, sondern auch ärgerlich, was die letzten Tage in Heilbronn abgelaufen ist mit dem Bombendroher. Und wenn dann natürlich Plätze und Bahnhöfe gesperrt werden, dann ist das mediale Interesse groß. Es geht nicht um Sensationsberichterstattung, sondern um Aufklärung und was solche Menschen anrichten, wofür sie gerade stehen müssen und auch die Kosten tragen müssen, das ist ja schon bedenklich. Schön, dass der Täter so schnell gefasst werden konnte, aber man kann nur eines hoffen, dass es keine weiteren Nachahmer gibt. Die Haftbedingungen haben sich für die Täter natürlich auch verändert. Das sieht man jetzt auch in diesem neuen Gebäude. Es gibt jetzt auch eine abgetrennte Toilette. Das war früher ja immer in der Zelle direkt mit drin. Und bis nächste Woche, bis zur Einweihung, dann ist natürlich auch hier die Matratze mit dabei. Und auch was in dieser Zelle zur Verfügung steht, ist eine Vorrichtung für einen Fernsehapparat. Den müssen dann allerdings die Häftlinge finanzieren und die Kosten dafür übernehmen. Aber auch da hat man dann die Möglichkeit, sage ich mal, ein bisschen sich abzulenken. Die Zeiten, in denen ja das Licht automatisch ausging abends und man dann auch diese Geräte nicht mehr benutzen konnte, die sind ja längst vorbei. Ja, spannend sind die Zeiten natürlich auch, wenn man sich in Richtung Hohenlohe bewegt. Da freut man sich natürlich über Rekordzahlen bei der Landesgartenschau. Aber kommunalpolitisch steht ein heißer Herbst bevor. Stichwort Kfz-Zulassungsstelle. Da kämpft OB Michler um den Erhalt. Aber er wird sicherlich die Auflösung nicht stoppen können. Und es ist auch ein bisschen ein Scharmützel, denn andere Fragen stehen viel mehr im Fokus. Beispielsweise die Standorte für die Krankenhäuser. Und da hat ja die Landesregierung klargemacht, kleine Krankenhäuser, die sich nicht rechnen, werden gar nicht mehr so unterstützt in der Zukunft. Deswegen auch der Aufschrei groß in Mückmühl oder Brackenheim. Da wird noch einiges auch von den Bürgern abverlangt werden. Und diese Fragen, die sind doch viel, viel wichtiger als der Ort der Zulassungsstelle. Der Gefängnistrakt hier in Heilbronn ist ja so oder so eine Besonderheit. Schon 1870 sind die alten Gebäude entstanden und ziemlich nah der Innenstadt, deswegen auch sehr begrenzte räumliche Kapazitäten. Und auch für diesen Neubau mussten natürlich einige Dinge verändert werden, die Außenmauer versetzt werden, damit man hier dann entsprechend die Platzkapazitäten auch schaffen kann. Um ganz andere Kapazitäten geht es bei unseren Olympioniken. Ein wahrer Feiermarathon steht an, zu Recht, denn wenn diese Sportler mal im Mittelpunkt stehen, nächste Woche wird dann auch Carina Bär groß geehrt beim Empfang ihrer Ruderschwaben und dann auch noch mal am Freitag auf dem Heilbronner Weindorf. Dort wird sie als Überraschungsgast mit dabei sein. Eine Überraschung, die jetzt natürlich keine mehr ist, denn es ist wie überall, das eine oder andere an wichtigen Dingen sickert eben doch vorzeitig durch.
Kein Geheimnis ist natürlich, dass in solchen Haftanstalten auch jede Menge Kriminalität vorherrscht. Und auch da sprechen die Zahlen natürlich eine deutliche Sprache. Dementsprechend müssen natürlich auch die Wärter und das Personal hier, rund 150 Personen, immer auf der Hut sein. Und auch da hat das Justizministerium ja deutliche Zahlen herausgegeben, dass es eben in vielen Justizvollzugsanstalten auch Probleme gibt, weil eben Drogen oder Handys hereingeschmuggelt werden. Das ist in Heilbronn natürlich genauso, wenn auch nicht so intensiv. Aber deswegen sind ja auch diese Innenhöfe dementsprechend ein bisschen abgeschirmt, damit man da diesen Gefahren nicht ganz so ausgesetzt ist. Und Gefahren gibt es natürlich auch aus der Luft, Stichwort Drohnen. Da muss man heutzutage auch schon aufpassen, dass nicht über diesen Weg das eine oder andere in die Justizvollzugsanstalten hineingeschmuggelt wird. Also viele Herausforderungen für den Justizvollzug, und deswegen war dieser Neubau in Heilbronn auch dringend erforderlich und, wenn man sieht, vor 3 Jahren mit tatsächlich viel Weitsicht geplant und begonnen worden. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.